Wenn man nichts zu sagen hat, dann einfach mal die Fresse halten. Ja, hat der Typ eine Schraube locker und damit herzlich willkommen beim gleichnamigen Podcast Schraube locker von und mit mir, Rock the Bike. Ich habe ein bisschen überlegt, was kann ich heute eigentlich in den Podcast bringen. Es ist ja so, dass wir jede Woche einen Podcast aufnehmen mit einigen Ausnahmen. Ostermontag zum Beispiel oder Pfingstmontag. Dieser Podcast kommt einen Tag später raus, weil ich letzte Woche relativ viel Veränderung hatte. Veränderungen heißt, wir haben kurzfristig ein paar Sachen reinbekommen, die so nicht geplant gewesen sind, die wir einfach machen mussten. Was genau? Das ist schwierig jetzt zu sagen, weil es noch nicht spruchreif ist und weil wir noch nicht hundertprozentig wissen, ob das alles auch so richtig ist, wie wir es gemacht haben. Deswegen habe ich für heute einfach so, also es gibt so viele Sachen, die in der letzten Woche passiert sind. Schlimme Sachen, gute Sachen, die mich alle dazu veranlasst haben, eigentlich gar nicht so richtig zu wissen, worüber ich heute reden möchte. Ich könnte über Mannheim sprechen, ich könnte über Sylt sprechen, ich könnte über Clubstyle sprechen, ich könnte über Social Media reden, über uns reden, über ganz, ganz viele Sachen. Und irgendwie habe ich das auch vor. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das genau in einen Satz packen möchte und oder beziehungsweise wie ich das in einen Podcast packen möchte. Ich fange mal an mit einer Sache, die mich in der letzten Woche seit zwei Wochen komplett begleitet. Es geht um die Verlosung. Es ist so, dass wir vor zwei Wochen mit der Verlosung ungefähr gestartet haben. Daraufhin kam erstmal mega krass viel Input. Also das heißt, Leute, die zu mir gekommen sind, ja geil, toll und so weiter. Bestellungen natürlich dementsprechend. Wir sind jetzt knapp bei der Hälfte. Aber es kam auch sehr viel Kritik. Sehr viel Kritik von außen, von verschiedenen Leuten. Ich hatte ja schon das letzte Mal das Thema länger behandelt. Ich gehe davon aus, dass diese Menschen meinen Podcast nicht hören, sonst würden sie viele dieser Sachen gar nicht so wirklich mehr sagen. Oder sie sind halt einfach, naja, nicht belehrbar. Muss da rausnehmen. Aber es ist so, dass vor allen Dingen eine Sache mich letzte Woche doch so getriggert hat. Und zwar geht es um das Kopieren. Ich bin ja grundsätzlich kein Freund davon, Sachen zu kopieren. Man hat mir dann vorgeworfen, dass ich diese Auktion 1:1 von Matze Straube übernommen habe und im Grunde genommen nur eine billige Kopie bin und dass das Motorrad ja ein Scheiß ist. Also man hat mir vorgerechnet, was ich daran verdienen würde und. Ich könnte jetzt da bestimmt den ganzen Podcast drauf eingehen, das will ich gar nicht machen. Ich möchte aber trotzdem kurz für mich selber das mal hier so klarstellen, weil ich habe ja gesagt, der Podcast ist im Grunde genommen für mich. Das triggert mich nicht bis zu dem Punkt, wo Leute, die involviert sind, wie zum Beispiel Matze, sich dann selber melden würden oder gemeldet haben oder wie auch immer, das lasse ich jetzt mal einfach so dahingestellt. Und sagen, dass sie es auch nicht gut finden oder nicht gut finden würden oder sagen würden, ich würde kopieren und so weiter. Dann triggert es mich schon ein bisschen, weil diese Menschen mir was bedeuten. Also speziell Matze, er ist jetzt nicht mein Freund. Ich kenne ihn von ein paar Mal sehen, aber ist ein sehr sympathischer Typ. Ich kann ihn auf seine Art sehr gut leiden. Ich gebe auch sehr viel auf seine Meinung stellenweise, wenn er mir irgendwas erzählt. Sein Humor ist eigen, aber ich komme damit sehr gut zurecht. Und es war dann schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass er auch ein Stück weit das nicht so geil fand. Und ich habe ihm dann auch geschrieben und habe ihm auch gesagt, dass das nicht mein Ansinn war. Wir hatten uns vorher drüber unterhalten und ich habe das nicht als Kopieren gesehen.
Und naja, ich hoffe, dass diese Situation aus der Welt geschaffen ist, kann aber so viel dazu sagen, dass Kopieren von etwas, was schon vorher kopiert wurde, natürlich kein echtes Kopieren ist. Wenn ich jetzt hingehe und ich sag mal so, die Breakout, die er gebaut hat, für Christoph zum Beispiel nehmen würde und würde sie eins zu eins nachbauen, das ist Kopieren. Auch wenn es die mit Sicherheit irgendwo schon mal so ähnlich gegeben haben sollte, so das aber, das ist ein Kopieren im herkömmlichen Sinne. Das mit der Auktion oder mit der Verlosung habe ich halt so nicht gesehen, weil das ist in Amerika und in vielen anderen Ländern gang und gäbe. Aber vielleicht habe ich da auch zu nah an ihm drangehangen und habe mich da inspirieren lassen und so weiter. Muss aber auch dazu sagen, dass ich das ja eigentlich gar nicht wollte, denn meine Idee war ja im Grunde genommen, wir machen unseren Shop und wir steuern das Ganze auch über den Shop. Das heißt, ihr könnt im Shop einkaufen und jeder Einkauf ist ein Los. Ihr habt euch aber dagegen entschieden, ihr wolltet T-Shirts haben, also ist das so. Wie gesagt, das Thema ist durch für mich. Ich habe da meinen Frieden mitgemacht. Ich hoffe, der Matze auch. Die Kommentare der anderen sind mir nicht komplett egal, aber ja, du wirst nie alle glücklich machen. Und ob die Leute denken, ich stecke mir da jetzt, was weiß ich, wie viel Millionen in die Tasche, das ist mir im Grunde genommen auch scheißegal. Ich kenne die Realität. Genau. Also, das Thema ist durch. Was ich letzte Woche dann allerdings auch so ein bisschen für mich selbst klar gemacht habe, ist Social Media an sich. Ich habe das Thema, ich weiß schon, was weiß ich, wie oft hier behandelt, und es ist auch eine Sache, die mich selber mittlerweile annervt, und das ist auch ein gutes Stichwort. Es ist so, dass ich glaube, Social Media oder das, was wir damit machen, also sprich Instagram, YouTube, Facebook, hat in den letzten Jahr oder im letzten Jahren für mich einen sehr, sehr guten Dienst erzielt. Ich habe das, was ich wollte, damit erreicht. Natürlich geht immer mehr, logischerweise. Und vielleicht ist das insgeheim auch so gewesen, dass wir gehofft haben, dass es noch mehr wird. Aber im Großen und Ganzen ist das, was wir damit vorhatten, erreicht worden. Und zwar habe ich meine Bekanntheit damit gesteigert und mich auf die Bildfläche gebracht. Denn nichts anderes wollte ich am Ende des Tages. Und da mache ich auch keinen großen Hehl draus. Warum ich das Ganze wollte? Weil ich der Meinung bin, dass vieles von dem, was ich tue, gut ist. Und das wäre ja schade, wenn ich etwas tue, was gut ist, was die Leute nicht sehen. Das ist eigentlich der Grund dahinter. Und ja, natürlich, am Ende des Tages möchten wir auch Geld verdienen. Wer mich allerdings kennt, weiß, dass das bei mir nicht der primäre Vordergrund ist. Da hätte ich andere Dinge machen können, die deutlich mehr Ertrag gebracht hätten, als Motorräder zu customizen oder Social Media. Aber ich habe das letzte Woche als Anlass genommen für mich, das Ganze zu überdenken. Und wie gesagt, ich kann nicht alles erzählen, weil wir letzte Woche was gemacht haben, Lukas, Robert und ich, was besonders ist. Und was uns auch sehr viel gegeben hat. Und das hat mir mal wieder gezeigt, dass wir eigentlich von dem, was die Kernidee hinter Rock the Bike und der Außendarstellung gewesen ist, so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ich habe für dieses Jahr super viel geplant gehabt. Jetzt kommt Open House, Hamburg Harley Days, Punta, Fag, Dresden und. Ich werde das auch im gewissen Maße alles durchziehen. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, oh, du kündigst viel an und es kommt nichts. Es sind ja auch noch jede Menge Motorräder, das 9.999-Euro-Bike, das Community-Bike, die Club-Style, die Diner und. Das machen wir alles fertig. Und für nächstes Jahr werde ich das komplett anders machen. Ich werde keinen Fahrplan rausgeben. Ich werde mich auf keiner Veranstaltung vielleicht bin ich da, vielleicht bin ich nicht da. Ich werde aber nicht diese Art von Content machen.
oder wir werden diese Art von Content nicht machen. Wir werden mehr auf Rockterbike gehen. Viele von euch haben sich das ja eh schon lange gewünscht, dass wir mehr von uns zeigen. Und unter anderem etwas, was wir letzte Woche gemacht haben, ist mehr auf uns zu gucken. Wir haben uns selber angeguckt, das, was wir erreicht haben. Und das, was wir erreicht haben, ist der Wahnsinn. Das kann mir auch keiner nehmen. Da ist es mir auch im Grunde genommen scheißegal, wenn jemand kommt, der sagt, boah, was machst du da für ein Scheißbike oder sowas. Hey, Digga, einfach mal Fresse halten und sich mal vielleicht Gedanken drüber machen, was wir im Grunde genommen in 4 Jahren hier aufgebaut haben. Mir ist das aufgefallen, weil ich letzte Woche, das wissen viele von euch nicht, ich habe vor Corona oder während Corona bin ich begleitet worden vom Fernsehen. Ist auf RTL 2 zu sehen gewesen. Sind so 3, 4 Folgen, die mich begleitet haben, wie meine Anfänge gewesen sind. Und das Witzige ist, ich habe gesehen, wie diese Halle hier ausgesehen hat. Wie wir angefangen haben. Mit nichts. Mit gar nichts. Wir hatten hier drin keine Bühne stehen. Wir hatten hier drin keinen Schrank stehen. Keinen Werkstattwagen. Nichts. Und wenn ich mir angucke, was wir heute haben und wo wir heute sind, da kann ich verstehen, dass einige Menschen einem das nicht gönnen wollen, neidvoll sind und so weiter. Denn wir haben wirklich etwas erreicht. Aber ich schäme mich nicht dafür, sondern ich bin stolz darauf. Ich hatte eine Vision. Diese Vision war nichts von dem, was heute ist, sondern eigentlich hatte ich Bock, mit ein paar Jungs hier zu sitzen, Bikes zu bauen, was ich immer schon machen wollte, gar nicht aus dem finanziellen Aspekt heraus, aber dabei eine geile Zeit zu haben, ein Bierchen zu trinken oder ein Jackie oder was auch immer und einfach so ein bisschen klönen, wie man so schön sagt. Aber es ist so viel mehr entstanden daraus. Es ist einfach so viel mehr geworden. Und da bin ich stolz drauf. Und das habe ich letzte Woche mit dem, was wir halt gemacht haben, nochmal gemerkt. Ich habe aber auch gemerkt, dass wir so ein bisschen aus den Augen verloren haben, was Rockterbike eigentlich wirklich ist. Wir haben viel den Fokus auf andere gesetzt und haben versucht, andere mit reinzunehmen und ihm eine Plattform zu geben und zu zeigen und die Community und so weiter. Und haben aber komplett dabei vergessen, dass wir auch da sind. Und das möchte ich ändern. Ich möchte aber vor allen Dingen auch meine Freizeit ändern. Viele von euch wissen ja nicht, wie ein Alltag hier so aussieht. Wie sollten sie auch? Aber die, die mich kennen, wissen, dass ich wahnsinnig viel arbeite. Auch wenn ihr immer nur seht, dass ich vor der Kamera sitze oder hier im Stuhl und einen Podcast aufnehme, ich arbeite wirklich viel. Ich stehe vielleicht nicht um 5 Uhr morgens auf und bin um 6 Uhr in der Firma. Aber wenn ich in der Firma bin, ich bin mindestens 10, 12, 13, 14 Stunden jeden Tag hier. Und das 6, manchmal 7 Tage die Woche. Ich habe, selbst wenn ich zu Hause bin, kein frei, weil mein Telefon immer bei mir ist. Und mein Telefon ist meine Arbeit. Das ist auch etwas, was viele besser machen als ich. Die haben ihr Telefon quasi von 10 bis 18 Uhr und danach ist Feierabend. Das ist bei mir nicht so. Ich merke, jeden Tag kriege ich Nachrichten von Leuten, die sagen so, ey krass, danke, dass du so schnell reagierst, dass du so schnell antwortest. Das kann ich aber nur tun, weil ich eben das Telefon immer dabei habe, weil ich immer im Social Media präsent bin, weil ich immer bei den E-Mails gucke und so weiter. Mir geht auch was unter, hundertprozentig. Ich vergesse Dinge. Ich versuche Leute manchmal irgendwie zu vertrösten, weil ich einfach keine Zeit habe. Dann vergesse ich sie zurückzurufen oder ich wollte eine E-Mail schreiben, habe sie angefangen zu schreiben, dann kommt irgendwas dazwischen, dann vergesse ich das. Das ist menschlich, das ist normal, aber ich gebe mir echt Mühe, alles abzuarbeiten, alles zu machen. Aber wie gesagt, diese Arbeit, die ich hier reinstecke, ist enorm. Und wenn man einfach, ich hatte die Diskussion jetzt vor ein paar Tagen auch mit einem Freund von mir und dann haben wir über Motorradfahren gesprochen. Ich komme ehrlich gesagt selber nicht mehr zum Motorradfahren. Ich weiß, dass es vielen meiner Mitstreiter genauso geht. Aber
Das war ja nie der Plan. Ich wollte ja eigentlich mehr fahren, geil fahren, richtig schöne Touren machen. Und wie gesagt, mit Kumpels hier, dies, das, jenes. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es so sehr. Ich freue mich, jeden Morgen hinzukommen, meine Mitarbeiter zu sehen, die nicht nur meine Mitarbeiter sind, sondern auch meine Familie irgendwo. Ich nehme den Geruch dieser Halle in mich auf. Das ist etwas, das können nur Menschen verstehen, die das mal selber so erlebt haben, in so eine Halle reinzukommen morgens und diesen Geruch von Benzin, Öl. Das ist krass. Das ist was Einzigartiges. Wobei ich sagen muss, das muss man mögen. Ja, also ich weiß, dass zum Beispiel Menschen, die Pferdeliebhaber sind, in einen Reitstall reinkommen und sagen so, oh, ich liebe diesen Geruch von Heu und was weiß ich, Mist oder keine Ahnung, wie man es nennt. Ich nicht. Also ich liebe den Geruch nicht. Aber ich liebe den Geruch meiner Halle, den Geruch von Hallen an sich. Und das erfüllt mich wahnsinnig. Ich habe richtig, richtig, richtig Spaß an dem, was ich tue, auch wenn es anstrengend ist. Aber ich merke, dass mein Körper nicht so fit ist, dass meine Psyche nicht so fit ist, dass ich einfach ein bisschen Ruhe brauche, und das sagte ich ja, wir werden dieses Jahr durchziehen, wir werden alles machen, was wir vorhatten, und dann werde ich das alles ein kleines bisschen anders angehen. Ich werde nicht verschwinden, das ist Quatsch, warum auch, aber ich werde den Fokus mehr auf uns setzen. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die nach so, also früher hätte man gesagt nach 6, 7, 8 Jahren, aber die Jahre, die man heutzutage hat, die sind ja viel intensiver, als sie früher waren. Man hat ja auch keine Zeit mehr wirklich. Der Druck, der auf einem lastet, der wird immer größer. Und deswegen denke ich, ist das eine vernünftige Sache. Wie das genau aussehen wird, was wir dann genau alles machen werden, das weiß ich nicht. Und das will ich auch gar nicht jetzt für mich selber klären oder für euch klären. Zu gegebenen Anlass wird das einfach im Team hier entschieden. Aber Fakt ist, ich werde mir nächstes Jahr mehr Freizeit für mich nehmen und mehr Dinge tun, auf die ich Lust habe, wo ich Spaß dran habe. Das ist für mich wichtig, das brauche ich auch einfach. Zeit ist ein Thema, was ich diese Woche auch gemerkt habe, dass Zeit nicht jedem gegönnt ist. Ich weiß nicht, wie ich die Überleitung besser hinkriegen kann. Es geht um zwei Sachen, die so letzte Woche so ein bisschen in Gedächtnis geblieben sind. Zum einen ist das Mannheim. Und ich will da jetzt gar nicht politisch werden. Das sagte man mir immer wieder, da verbrennst du dich nur. Aber es ist natürlich wahnsinnig schlimm, was da gerade passiert ist. Und ich habe die Bilder gesehen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich gucke ja bei Instagram rein und habe das Video ungekürzt gesehen. Im Grunde genommen, das Schlimme ist, eigentlich darf man nicht hingucken. Aber man darf auch eigentlich nicht die Augen verschließen. Ich hätte es mir früher nicht angeguckt. Und hätte ich gewusst, was passiert, hätte ich es mir auch nicht angeguckt. Aber diese stumpfe Brutalität und Gewalt, das hat mich schon ein bisschen schockiert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, 29 war der Polizist. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig traurig. Vor allen Dingen, ich habe gesehen, ja, das konnte man auf dem Video sehen, wie er sich schützend über den anderen, über die Zivilperson da quasi gebeugt hat und damit sein eigenes Leben riskiert bzw. geopfert hat. Die Diskussionen, die danach gekommen sind und das alles, das lasse ich jetzt mal unkommentiert, weil, wie gesagt, lass uns nicht zu politisch werden. Ich habe da meine persönliche Meinung und wer sie gerne hören möchte, der kann mich fragen. Dann werde ich meine persönliche Meinung natürlich gerne kundtun. Aber es war natürlich eine Sache, die dir wieder vor Augen geführt hat, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und diesbezüglich habe ich auch Ende letzter Woche mitbekommen. Ich habe jemanden, den ich früher gecoacht habe als Footballtrainer, der seit ein paar Jahren Bodybuilding macht. Könnt ihr gerne mal abchecken, Janik Ra, aufstrebender Athlet.
Und sein Trainer, der Kevin, der ist letzte Woche mit 31 oder 32 Jahren verstorben. Und ich habe ja noch einen sehr guten Bekannten, den Enrico Hoffmann, der ihn auch gut kannte. Und es ist so, dass einem irgendwie wieder mal so vor Augen führt, wie schnell das Leben im Grunde genommen vorbei sein kann. 31, 32 Jahre. Das habe ich ja schon ein paar Jährchen hinter mir. Das ist kein Alter. Und jetzt wird jeder sagen, ja, der hat Bodybuilding gemacht, der hat gestofft und ist ja klar. Gut, ich könnte euch aber genug Beispiele nennen, wo gesunde Menschen, die nicht dergleichen, die keinen Drogenkonsum haben oder plötzlich verstorben sind. Gott bewahre, vielleicht sogar Krebs gekriegt haben. Das kriegt man leider Gottes auch immer öfters mit. Ich sag nur, Mike Rieker, fuck Cancer, das würde der euch bestätigen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich eben gesagt habe, ich einfach ein bisschen mehr auf mich achten möchte, auf das, was mir Spaß macht. Klar macht mir die Arbeit Spaß, die Firma Spaß, ihr macht mir Spaß, also die Kunden, die hier hinkommen, Dinge, die nicht jeder, ja, zugegeben, nicht jeder, aber die meisten Kunden, mit denen man zusammen Dinge erörtern kann, mit denen man sich austauschen kann, für die man Sachen machen kann. Ich sagte immer, wenn ich das Lachen auf dem Gesicht eines Kunden sehe, bin ich happy und es ist auch so. Aber um zurückzukommen, ich habe das für mich wirklich hart manifestiert, dass ich einfach das Leben etwas mehr intensiver und für mich besser leben möchte. Und ja, wie gesagt, das ist dieser Podcast hier, das ist ja im Grunde genommen etwas sehr, sehr Privates. Etwas, was ich immer von mir preisgebe. Und ich weiß, dass viele von euch diesen Podcast anfangs gehört haben und ich habe jede Woche Feedback bekommen. Das hat ein bisschen abgenommen und ich muss zugeben, ich weiß auch warum. Klar, ich kriege immer noch Feedback, aber bei weitem nicht mehr so viel. Denn viele meiner Podcast-Folgen, ich merke das ja selber. Ich merke das auch in YouTube-Videos und damit komme ich quasi zum ersten Thema so ein bisschen. Sind dann quasi gezwungen. Also ich will nicht sagen, mich zwingt ja keiner, mich hier hinzusetzen und das zu machen, aber du verspürst diesen Druck zu sagen, okay, pass mal auf, alles klar, wir haben jetzt Montag, ich muss das rausbringen oder wir haben Sonntag, Samstag, was auch immer, ich muss das rausbringen. Und das war ja nicht anfangs die Sache, sondern anfangs, ich wollte das einfach raushauen und ich habe auch nie drüber nachgedacht, ob es jetzt Montag sein muss oder samstags oder wann auch immer. Ich glaube, dass das dieser Podcast hier aber trotzdem das ehrlichste, offenste und intensivste ist, was wir machen oder was ich mache. Und deswegen liebe ich das auch. Es ist schon so manchmal, dass ich mir denke, okay, wo nimmst du dir jetzt die Zeit her, dich hier hinzusetzen? Also in der Regel dauert das so eine Stunde ungefähr, auch wenn ich nur 40 Minuten davon in der Regel raushaue, aber mit Vorbereitung, mit Quatschen, mit nochmal neu machen oder was auch immer, wobei der Podcast schon in einer Tour durchgeredet wird, dauert es ungefähr eine Stunde. Und diese Stunde, die könnte ich natürlich mit anderen Sachen, aber der Podcast ist mir super, super wichtig. Ich mag das. Ich mag das hier zu reden. Ich mag das zu kommunizieren und das Gefühl zu haben, ich weiß, die Leute, also ihr jetzt gerade in diesem Augenblick, ihr wollt mir zuhören, sonst hättet ihr ja nicht eingeschaltet. Und deswegen werde ich das, wie gesagt, ich werde es weitermachen, aber ich habe euch schon ein paar Mal gebeten, ich brauche eure Hilfe. Denn natürlich kann ich so private Einblicke wie heute in mein Leben geben, aber ich möchte euch auch gerne das sagen, was ihr hören wollt. Also nicht im Sinne von, wie toll ihr seid oder sonstiges, sondern Themen, die euch bewegen. Wie zum Beispiel das Thema mit den Klamotten, mit den Sicherheitsklamotten. Auch da ist wieder etwas, was ich über ein Video gesehen habe, was mich dieses Jahr extremst beschäftigt hat.
was ich aufbereiten werde, wenn ich die Zeit dazu finde. Deswegen fände ich es gut, wenn ihr mir einfach noch mal ein paar Ideen schickt, die ich umsetzen kann, die ich behandeln kann. Ich freue mich natürlich auch auf das Open House. Da könnt ihr mich jederzeit anquatschen. Da könnt ihr mir Dinge an den Kopf knallen, Ideen sagen. Ihr könnt euch hier hinsetzen. Und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Das muss ich echt sagen. Ich habe keinen Bock drauf gehabt, das stimmt. Aber jetzt mit zunehmender Vorbereitung, muss ich sagen, freue ich mich drauf. Ich freue mich vor allen Dingen drauf, weil es nicht so fett riesig alles in 3-4 Monaten vorher angekündigt. Und ich freue mich, wenn ihr kommt. Und wenn es nur ein paar Leute sind, dann sind es nur ein paar Leute. Klar, der Aufwand ist immer noch groß, sogar sehr groß, aber ich freue mich einfach. Es wird so die einzige Veranstaltung mit den Hamburg Holidays, wo ich selber organisatorisch was tun muss. Und deswegen ist es eine gute Chance, mit euch auch zu interagieren. Ihr kommt ja zu mir und ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen wie ein Schauspieler. Ein Schauspieler lebt von seinem Publikum und irgendwo sind wir ja sowas wie Schauspieler, wir Leute, die uns in die Öffentlichkeit begeben, unser Gesicht da bei Insta und YouTube immer reinhängen und also so ein Stück weit würde ich schon sagen, ist das ähnlich. Und deswegen ist es uns, also mir zumindest, schon wichtig auch zu hören, was ihr denkt, wie ihr drauf seid. So, ich würde jetzt mal übertreiben, aber so ein bisschen den Applaus zu hören, denn der gibt uns ja auch Mut und lässt uns weitermachen. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit bei den Hamburg Holidays. Und das ist auch so ein Thema. Ich freue mich schon sehr. Ich mag diese Veranstaltung seit letztem Jahr. Mit dem Max bin ich sogar echt hyped, bin aber auch ein bisschen besorgt, denn letztes Jahr war geiles Wetter und eigentlich könnte man ja meinen, so Ende Juni muss richtig krass werden, aber das Wetter derzeit ist ja so scheiße und unberechenbar, dass ich nicht hoffe, dass wir in Hamburg so mieses Wetter haben, wie zum Beispiel beim Rideout vom Clubstyle, denn das wäre einfach nicht würdig, so würde ich es zumindest mal sagen. Nichtsdestotrotz werden wir beim Harley Jam in seinem Cappuccino, so heißt das Lokal, ein Bikerfrühstück machen. Und ich hatte dieses Bikerfrühstück mit ihm letztes Jahr mal angesprochen. Ich fand die Idee super. Dann ist daraus mehr geworden. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ganz viele von euch da draußen sich eine Karte holen. Wir hatten es ein bisschen anders geplant, aber es ist ja im Leben oft so, du planst was und dann kommt es doch anders aufgrund von Rahmenbedingungen, Umständen, äußeren Umständen, die einfach anders sind. Nichtsdestotrotz geht es ja hier in erster Linie darum, dass eine kleine Gruppe von Menschen, wobei so klein ist sie gar nicht mehr mit 100, sich selber feiert und zusammen sitzt oder steht oder was auch immer und einfach so ein bisschen Spaß hat. Dann habe ich diese Woche noch eine Erfahrung gemacht, die ich mit euch auch kurz teilen möchte. Und zwar geht es um Freundschaft. Und Freundschaften sind ein bisschen wie Beziehungen. Oder eigentlich sind es ja auch Beziehungen. Es ist so, dass wenn man jetzt an eine Beziehung im klassischen Sinne denkt, also das heißt Mann und Frau, es oft an Kommunikation hapert. Ja, also ich bin zweimal verheiratet, zweimal geschieden. Scheinbar ist meine Kommunikation nicht immer gut. Oder die meines Gegenübers kann man natürlich sehen, wie man möchte. Und das ist in Freundschaften auch so, dass man im Grunde genommen miteinander kommunizieren muss, offen kommunizieren muss, direkt kommunizieren muss. Und was passiert, wenn man das nicht tut, ist mir diese Woche, wie gesagt, widerfahren. Ich habe mich mit einem Freund vor sehr langer Zeit auf etwas geeinigt. Ich
lass die Details raus, aber und es war missverständlich. Der eine hat es so gesehen, der andere hat es so gesehen. Und dann hat man das ganze Zeit lang, das ist auch meine Schuld gewesen, ich habe da nicht drüber gesprochen. Das liegt mir eigentlich fern, normalerweise rede ich drüber. Aber das Thema war für mich ja nicht aktuell, deswegen habe ich nicht drüber geredet. Die Gegenseite hat natürlich auch nicht drüber geredet und so staute sich was an. Und das hat sich dann in den letzten Wochen immer wieder mal entladen und gipfelte in der Tatsache, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass der Freund oder die Freundschaft stark darunter gelitten hat, wie in einer Beziehung, dass man so das Gefühl hat, macht das Ganze noch Sinn und so weiter. Jetzt hat man natürlich in Beziehungen mit Frauen oder mit Männern, je nachdem, wie man das sehen möchte, immer noch einen sehr emotionalen Part der Liebe oder wie auch immer man das, also Sexualität, Liebe, wie auch immer. Das ist in der Freundschaft hoffentlich nicht so. Aber trotzdem mag man seine Freunde ja und hat ja auch eine Art von, ja, man mag ihn. Also Gefühl möchte ich jetzt nicht sagen, wird nachher wieder falsch verstanden. Wenn man dann miteinander nicht kommuniziert oder eben auf einen Weg kommuniziert, der dann in Streit endet oder sonstigen, dann ist das wie in einer Beziehung, das macht man eine Zeit lang und dann irgendwann gibt es den Cut und dann sagt man so, ne, das war's, ich habe keinen Bock mehr, ich bin weg, ich suche mir jemand anders oder. Und was ich diese Woche halt, wie gesagt, gemerkt habe, ist, dass wenn man dann offen miteinander kommuniziert, und in dem Fall war es wirklich so, dass wir über die Hilfe eines weiteren Freundes quasi zusammen uns mal ausgesprochen haben, Dinge geklärt haben, dann einfach auch viele Sachen, naja, ich will nicht, ich spreche ja nur für mich, ich kann jetzt nicht für ihn sprechen, aber dass man gewisse Sachen einfach aus der Welt schaffen kann und dann nicht mit diesem schlechten Gefühl rumläuft und das auch nach außen trägt und dadurch wird sich die Situation immer wieder verschlechtern und so weiter, sondern man kann im Grunde genommen, selbst wenn man danach sagt, pass mal auf, alles klar, wir haben es geklärt, das war's für mich, tschüss, dann ist man einfach befreiter. Und diese Art von Kommunikation, die finde ich super wichtig. Und das war etwas, was ich diese Woche auch durchaus nicht gelernt, aber für mich mitgemacht habe und was für mich sehr wichtig war. Ich versuche immer offen zu kommunizieren. Mit jedem Mann oder mit jeder Frau. Ja, so viel zu dem Thema, was habe ich diese Woche erlebt und was hat mich diese Woche beschäftigt. Jetzt könnte ich last but not least das Thema Sylt ansprechen. Ich habe da nur eine Sache zu sagen. Ich finde etwas schwierig. Deswegen mache ich das auch ganz zum Schluss und lasse das nur sehr, sehr kurz für die Leute, die bis jetzt zugehört haben. Ich hatte eben von Mannheim gesprochen. Ich hatte von dem Hochwasser gesprochen. Nein, habe ich nicht. Entschuldige. Aber das Hochwasser ist ja auch noch ein Thema, was mich definitiv, das kann ich vielleicht gleich nochmal ganz kurz ansprechen. Also zurück zum Thema. Wir hatten diese Woche wirklich einige Sachen, die uns belastet haben. Und dann fiel mir halt ein, vor 2 Wochen ungefähr war das ja, als da auf Sylt so eine Gruppe von Leuten Lieder gesungen hat, die, sehr rechtsgeordnet gewesen sind. Und da wurde ein Riesenfass aufgemacht. Ein Riesenfass. Die Bild hat berichtet. Die Zeitungen generell haben berichtet. Der Fernsehsender haben berichtet. Gleichzeitig ist dann das in Mannheim passiert. Und klar wurde darüber berichtet, aber in der Masse und in der Empörung, ich gucke ja immer Lanz, war das nicht mal ansatzweise. Also das ist etwas, was mich schon sehr, 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 sehr gewundert hat.
Jetzt hatte ich zwar schon last but not least gesagt, aber jetzt wirklich nochmal eine Kleinigkeit, weil das habe ich echt einfach eben vergessen. Es ging um das Hochwasser. Diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, war es halt so, dass es angefangen hatte, bei uns hier sehr, sehr stark zu regnen. Und ich war in Süddeutschland auf einer Hochzeit und habe Bilder bekommen. Dann hat es hier in der Halle, es stand wieder unten im Büro, das Wasser so 20 Zentimeter hoch, hinten in der Halle irgendwie 10 Zentimeter hoch. Es war wieder Sachschäden und so weiter und so weiter. Wir sind relativ glimpflich davongekommen, Gott sei Dank. Aber das hat natürlich schon so Erinnerungen wachgerufen an 21. Und dann kam Ende der Woche die Bilder aus Süddeutschland. Also jetzt zum Wochenende hin. Und spätestens da, muss ich ehrlich sagen, war es echt so, wo ich gesagt habe, krass, ja, das ist alles wieder so präsent. Es war im Juni 21, als das Hochwasser hier gekommen ist. Als im Grunde genommen wir, naja, Pech oder Glück im Unglück oder wie auch immer, hier fast komplett abgesoffen sind. Und es ist so Wahnsinn, wenn man sieht, welche Gewalt da mit diesem Wasser und welche Zerstörung das hinterlässt. Und wenn ich mir dann anschaue, dass ein paar Jahre später, also 2-3 Jahre später, wir hier, also ich habe die Bilder jetzt nicht parat, aber ich habe sie im Kopf, wie das hier ausgesehen hat und wie es heute aussieht, dass wir neue Dinge geschafft haben und so weiter und so weiter, dann hätte ich am liebsten einfach den Leuten Mut zugesprochen. Die werden das jetzt natürlich nicht haben, weil es ist ja gerade in diesem Augenblick passiert. Aber ich glaube, dass man mit Solidarität, mit Hilfe und mit Kraft sehr viel wieder schaffen kann. Natürlich ist es nicht einfach und natürlich sind Einzelschicksale, die es ja, gibt ja heute noch, wenn du nach Schuld fährst, hier diese Stadt oder dieses Dörfchen, was als erstes so richtig krass weggerissen worden ist, da stehen einige Häuser nicht mehr, beziehungsweise sind genauso, wie sie damals waren, nach der Flut. Aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass diese Flut im Süden so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass man sich das nochmal alles so vor Augen führt und da geht es auch um Solidarität. Sprich, ich glaube, dass das, was wir damals hier erlebt haben, klar, es hätte immer besser sein können, logischerweise. Und man hätte sich mehr Hilfen. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir vor allen Dingen von der Bank mehr Hilfe erhofft, die nicht gekommen ist. Aber trotzdem, ich habe sehr, sehr gute Freunde hier gehabt, die mir geholfen haben. Ich erinnere mich dran, dass gerade der Micha und der Giuseppe, zwei, die ich leider kaum noch sehe, hier hingekommen sind, direkt am nächsten Tag mit Gummistiefeln, wir haben im Kärcher und mit Schrubbern und so weiter die Halle vom Schlamm befreit. Selbst mein Bruder, der eigentlich nie irgendwie zu mir kommt, ist gekommen. Das sind einfach so Sachen, wo ich sagen muss, das ist schön, sich das in Erinnerung zu rufen. Nicht die Flut und nicht den Schaden, sondern dass es Menschen gibt, die einen für einen da sind und die einem helfen. Und jetzt habe ich die Überleitung zur Freundschaft gebracht. Und jetzt denke ich, könnte ich für heute auch dann das Ganze beenden. Ich würde jetzt fast sagen, es ist ein Podcast, wie es ihn so, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Ich habe ganz verschiedene Themen angesprochen. Man könnte sagen, ich habe so ein bisschen eine Tagesschau oder eine Wochenschau von dem, was ich erlebt habe, gesagt. Ich hätte sicherlich auch ein Thema länger ausführen können, vor allen Dingen das Thema Verlosung. Das wäre auf jeden Fall mindestens für eine Stunde gut gewesen. Aber ich habe auch ganz bewusst mal einfach für mich so ein bisschen versucht, alles mit anzusprechen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu ein kleines Feedback geben würdet, ob euch das gefällt oder ob ihr eher sagt, so, nee, Jochen, komm, such dir ein Thema raus und quatsch darüber. Das ist leichter zuzuhören. Tagesschau habe ich schon genug, da brauche ich nicht noch dich.
oder ja, was ihr davon haltet. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und auch da muss ich sagen, haben wir uns vorgenommen, endlich mal pünktlich montags den Podcast rauszuhauen, weil ich weiß, dass von euch, ihr wartet montags darauf, viele, wenn sie zur Schicht fahren oder aus der Schicht kommen. Ich gelobe zum dritten Mal, glaube ich, jetzt Besserung. Wir geloben Besserung. Wir arbeiten daran, dass wir es pünktlich hinkriegen. Letzte Woche hätten wir es wirklich nicht geschafft. Das war einfach, wie gesagt, nicht möglich. Aber ich bin guter Dinge, dass es klappt. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.